So, meine Lieben. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Zurück aus der Osterpause. Ich hoffe, dass ihr auch da seid. Und wir beginnen, wie wir immer montags beginnen, mit einer freien und offenen Talkradio-Sendung. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit hineinzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können, wenn das nötig und möglich ist. So, es beginnt mit Mona. Heute Nacht hier bei uns. Und Mona ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Mona. Hallo. Hallo, Mona. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe heute Abend den Bericht gesehen über den Fall Bittner. Mhm. Und da musste ich mich tierisch drüber aufregen, weil ich finde, den Tätern wird immer zu viel Forum geboten, mhm, weil ich bin selber Opfer. Und mein Täter, mein Erzeuger wurde nie belangt, als man es hätte machen können. Ja. Magst du erzählen, was genau vorgefallen ist? Dein Täter, dein Erzeuger, was ist passiert? Ja, meine Mutter hat damals mich bekommen. Da waren sie nicht verheiratet. Ich war kein Wunschkind. Dann, mhm, haben sie geheiratet. Ich wurde von ihm geschlagen, sexuell missbraucht vom 2. bis zum 6. Lebensjahr. Dann hat sie sich Gott sei Dank scheiden lassen. Obwohl sie ihn immer noch geliebt hat und mir die Schuld daran gegeben hat. Mhm. Und er wurde dafür nie belangt. Und jetzt sehe ich den Fall Bittner und da ist alles hochgekommen. Weil der Fall Bittner liegt, glaube ich, einige Jahre zurück. Das ist so eine schlimme Geschichte, wo man ein Kind in den Kühlschrank gelegt hat, ne? Oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Dennis. Ja. Erst ein bisschen verhungert und dann, mhm, ab in eine Tiefkühltruhe, mhm, und ich wollte eigentlich schon längst schlafen und habe so durchgesetzt, weil, mhm, ich nicht schlafen konnte, mhm, habe das gesehen und da ist mir echt die Hutschnur hochgegangen, weil die Mutter, gut, psychisch krank, aber die Tränen, die waren nicht echt und ich habe gedacht, das geht gar nicht. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du mit irgendjemand darüber sprechen. Ja, ich war schon in Psychotherapie, aber ich habe einen Waschzwang seit meinem 11. Lebensjahr. Mhm. Meine Essstörung habe ich jetzt so ein bisschen im Griff. Und wie hat sich denn damals deine oder auch als du älter warst, wie hat sich deine Mutter denn zu all dem geäußert, was da passiert ist? Ja, die hat mich immer missachtet. Ich war der kleine Aschenputtel, meine Schwester war die Prinzessin. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich 21 war, ist Gott sei Dank meine Mutter gestorben. Sonst wüsste ich nicht, ob ich heute da wäre, wo ich bin. Ich meine, gut, ich kann keine Beziehung führen, weil ich kann keinen Sex haben. Hat denn das hast du gerade, glaube ich, so gar nicht gesagt, gab es auch einen sexuellen Missbrauch? Ja, sicher. Den gab es. Mein Erzeuger hat mich vom 2. bis zum 6. Lebensjahr missbraucht. Ja. Aufs Schlimmste und geschlagen. Entschuldige, ich hatte nämlich vorhin eine Störung im Kopf, deswegen kann es sein, dass ich das nicht gehört habe, wenn du es gesagt hast. Ja, mhm, und mit 7 Jahren bin ich dann von einem Nachbarn vergewaltigt worden. Mhm. Mhm. Und ich sag mal, das sitzt ziemlich tief und keiner hat mir das geglaubt. Und wenn man so klein ist... Mhm. Ja. Lebt der Erzeuger noch? Ja. Ist er jemals... Ja, der hat viele, viele Kinder und mit denen wir das auch gemacht haben. Und ich weiß auch, dass einige der Kinder mit ihm auch keinen Kontakt mehr haben möchten. Und da fühle ich mich auch so ein bisschen schuldig. Aber wie gesagt, meine Mutter wollte das damals nicht. Also er ist nie angezeigt worden? Nein. Nee. Hm. Nein, weil sie hat immer gemeint... irgendwann steht irgendwo Vater vorbestraft und das wollte sie nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem ganzen Lebenslauf wär das nie vorgekommen. Mhm. Weil ich sag also, seit meinem 6. Lebensjahr ist mein Vater, wenn ich es denn aussprechen muss, gestorben. Mhm. Hast du ihn irgendwann später nochmal gesehen? Ja. Wann war das und warum? Durch Zufall. Und ich bin weggelaufen. Wie alt warst du da? So, lass mich nicht lügen, 22, 23, mhm, aber ich hatte Angst. Ja,
Durch Zufall auf der Straße irgendwie? Ja, klar. Mhm. Und ich bin einfach nur abgehauen. Ja. Und er hatte wieder so ein kleines, blondes Mädchen an der Hand, so wie ich damals war, und habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott. Und auch jetzt im Nachhinein oder auch damals kam nicht die Überlegung, um vielleicht auch andere zu schützen, dass du ihn anzeigst? Ja, wir sind ja zu dem Scheidungsanwalt und der hat gesagt, es ist verjährt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor diesem Mann. Mhm. Ich habe Angst. Mhm. Jetzt bist du 37 Jahre alt. Wie lebst du? Hast du selbst eine Beziehung? Nein, seit 5 Jahren nicht. Aber es gab mal gar eine. Gar nicht. Aufgrund meines Waschzwangs und ich kann auch keinen Sex haben, ohne dass ich total betrunken bin. Also, du hattest aber davor schon eine Beziehung? Ja, aber nicht lange. Nicht lange. Also die Störung, also das, was man dir da als Kind angetan hat, hält vor bis jetzt und du hast jetzt damit zu kämpfen noch und es ist für dich eine sehr schwierige Sache. Ja, und ich habe schon Psychotherapie gemacht, ich habe Tagesklinik gemacht, weil die Essstörungen dazu kamen. Mhm. Dann habe ich Abführtabletten genommen, weil ich gedacht habe, oh, ich bin zu dick. Gott sei Dank, das habe ich seit 2 Wochen, habe ich das im Griff. Aber trotzdem, ich finde es nicht gut, also dass Opfer immer so in den Hintergrund gestellt werden und den Tätern, die kriegen dann eine Stunde so eine Doku. Ja, aber ich muss auch sagen, Mona, Gott sei Dank ist in den letzten Jahren schon einiges passiert. Ja. Und gerade wir hier auch im WDR bemühen uns nun wirklich, auch die Opfer sehr in den Vordergrund zu stellen und uns mit den Opfern zu beschäftigen. Ich kann das immer verstehen, natürlich, wenn man selbst Opfer ist, dass man das noch immer anders, noch mehr anders wahrnimmt als ein neutraler Mensch. Generell nehme ich deine Kritik sehr ernst und das, was du sagst. Aber ich bin optimistisch, dass sich da einiges noch auch in der gesamten Gesellschaft verändern wird in der nächsten Zeit, weil immer und immer mehr darüber gesprochen wird, zu Recht auch darüber gesprochen wird. Ja, aber zu viel über die Täter. Naja, ich meine jetzt zu viel, dass auch immer mehr darüber gesprochen wird, dass man über die Opfer sprechen muss und sie in den Vordergrund stellen sollte. Ja, aber leider passiert das nicht so. Ja, ich würde ja gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Sabine anbieten. Mhm, ja? Gerne. Dann möchte ich dich bitten aufzulegen, Mona, und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade durch die Programme gezappt haben, im Radio oder hier im Fernsehen, wir sind wieder da. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier direkt in der Sendung, über was auch immer, heute Abend haben wir eine freie Themennacht. Also ihr könnt mich anrufen über jedes Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Dörte und Dörte ist 36 Jahre alt. Hallo Dörte. Hallo Domian, ich wünsche dir einen schönen Abend. Das ist sehr nett von dir, das wünsche ich dir auch. Eine schöne Nacht gleich. Und was geht's bei dir, Dörte? Es geht darum, dass wir am Freitag von der Klinik Bescheid bekommen haben, mein Mann ist krebskrank, das haben wir im Oktober erfahren, dass die jetzt einfach die Chemo einstellen, weil es nichts bringt, weil die Metastasen weiter wachsen. Ihr habt im Oktober erfahren, dass er krebskrank ist. Mhm. Wie alt ist dein Mann? Er wird 50. 50? Im Oktober. Was ist das für ein Krebs? Speiseröhrekrebs. Speiseröhrekrebs. Mhm. Er hatte Urlaub im August, 14 Tage und dann ist er wieder nach Spanien gefahren, er ist Fernfahrer vom Beruf. Mhm. Und dann kam er nach 14 Tagen wieder und dann sag ich, Mensch, hast du abgenommen. Haben wir das alles auf die Hitze geschoben, das war ja letztes Jahr so warm hier. Ja. Und dann war das unten in Spanien ja noch wärmer. Ja. Und dann irgendwann hat er mich im Oktober angerufen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich sage, wie, du kannst nicht mehr. Naja, dann ist er mit dem LKW noch hier nach Schleswig-Holstein hochgekommen, hat den LKW auch ordnungsgemäß abgeliefert bei seinem Chef. Mhm. Ja, und dann sind wir zum Doktor und eine Woche später kriegten wir die Diagnose Krebs. Hatte er im Halsbereich auch Schmerzen, als es anfing? Erst zum Schluss. Ja. Er sagt, er hat auch nichts gemerkt. Das ging halt erst zum Schluss, dass er nicht mehr essen konnte, dass er nicht mehr schlucken konnte. Also zu dem Zeitpunkt hat er dann nur noch Flüssignahrung zu sich genommen. Was hat man denn jetzt von Oktober bis vor kurzem gemacht? Also erst haben sie immer eine Woche Turnus-Chemo gehabt. Da war er eine ganze Woche in der Klinik und hat immer Chemo bekommen. Und dann da ging ihm das dann auch recht schlecht immer. Dann haben sie
Februar untersucht und haben festgestellt, dass die Metastasen in der Leber gewachsen sind. Der hatte auch schon gestreut. Das ist schon gestreut, mhm. Und daraufhin wurde ja auch keine OP mehr gemacht. Mhm. Und jetzt haben sie am Freitag wieder neu untersucht, weil er über Schmerzen geklagt hatte. Mhm. Sie hatten damals die Chemo umgestellt, dass er dann in die Tagesklinik muss. Das heißt, jede Woche einmal hin und sich die Spritze abholen. Mhm. Und jetzt am Freitag haben sie halt festgestellt, die Metastasen wachsen trotzdem. Überall im Körper? Nee, nur in der Leber, aber sie machen nichts mehr. Sie sagen, das ist nicht mehr vertretbar, also sie haben keine Chemo mehr auf die, die sie ihm geben können. Und wie ist die Situation in oder an der Speiseröhre? Also er kann wieder essen, Brötchen. Also das heißt, da sind die Tumore etwas zurückgegangen? Da sind die zurückgegangen, nur in der Leber nicht. Aber sie sind immer noch da in der Speiseröhre? Ja, sie sind noch da. So, das heißt, man kann jetzt, die haben gesagt, wir können nichts mehr machen. Man kann auch nicht Schmerztherapie, dass er nicht keine Schmerzen hat. Wie hat er diese Entscheidung aufgenommen? Das ist ja eigentlich ein Todesurteil. Das ist sein Todesurteil, ja. Das Problem ist, dass er keine Angst hat vorm Tod. Mhm. Und ich sag mal, insofern gefühlskalt. Also er ist im Heim groß geworden, seine Mutter wollte ihn nicht, hat ihn mit sieben ins Heim gesteckt. Mhm. Und dementsprechend, also diese Heimkinder sind ja so, dass die das alles mit sich selber machen. Mhm. Ich hatte es geschafft, so im Laufe unserer Ehe, die letzten paar Jahre, dass er sich geöffnet hatte und auch schon geredet hat mit mir. Und jetzt redet er nicht mehr. Wie lange seid ihr verheiratet? 13 Jahre und 13? Im Oktober an seinem Geburtstag werden wir 14 Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder? Einen Sohn. Wie alt ist der? 12 Jahre wird er. 12? Mhm. Und jetzt ist er wieder ganz in sich verkapselt. Nachdem. Genau. Er sagt zwar, er kämpft, aber ja, vorhin hat er zu mir gesagt, das war auch so, wir haben im Bett gelegen und dann sagt er, ja, ich bin auch traurig, du weißt ja gar nicht, wenn du auf der Arbeit bist morgens, ich weine hier auch. Ich sage, ja, aber wieso morgens? Er macht das nicht vor dir, aber er hat es dir immerhin erzählt. Ja, das war nur schon, aber das war so ein Schlag ins Gesicht für mich vorhin, wo ich dachte so, warum? Warum er das nur heimlich macht, oder? Ja, aber so. Vielleicht, ich meine, ich sag's nochmal, er hat es dir erzählt. Hm. Das ist ja auch schon ein sehr großes Zeichen des Vertrauens. Vielleicht kann er das nicht in deiner Anwesenheit. Und aber das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe das neulich, deine Sendung gesehen, da rief eine Frau an, die hat so bitterlich geweint, weil sie auch die Diagnose Krebs kriegten. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ja, ich erinnere mich gut, ja. Da war die Schwester von dem Mann, die ihr dann noch die Schuld gegeben hat. Ja, ich weiß. Ich habe hier auf der Couch gesessen, ich habe so geweint, weil ich dachte, ich weiß genau, wie die sich fühlt. Ich wusste genau, wie diese Frau sich den Abend gefühlt hat. Wie ist das denn jetzt für dich? Ich meine, das ist auf der einen Seite schwierig für dich damit umzugehen, dass er so verschlossen ist. Genau. Aber wie gehst du mit dieser Grundinformation? Und für dich muss es doch auch ganz schlimm sein. Du weißt jetzt, dass dein Mann sterben wird. Ich darf nicht drüber nachdenken. Mhm. Also wenn ich anfange, drüber nachzudenken, dann bin ich nur noch am Heulen. Mhm. Dann kann mich der Doktor auch wieder krank schreiben. Ich war, wie wir die Diagnose kriegten, war ich also 5 Wochen am Stück krank, weil ich nicht in der Lage war, arbeiten zu gehen, weil es mich einfach weggehauen hat. Mhm. Ich frage nochmal, die Ärzte haben definitiv aufgegeben. Ja. Die haben gesagt, es geht nichts mehr zu machen, außer Schmerztherapie, wenn es sich verschlimmert. Genau. Und heute waren wir bei unserem Hausarzt und der hat gesagt, man könnte noch eine Frischzellentherapie machen. Aber das würde dann natürlich auch die Krankenkasse nicht übernehmen. Aus welchen Gründen auch immer, zu teuer. Und naja, da ist er jetzt am Überlegen, ob er das denn dann macht. Wie teuer wäre denn sowas? Also 5 Ampullen kosten 56 Euro und er braucht 3 Stück die Woche. Und dadurch, dass nur noch ich Geld verdiene und uns der Staat ja dann auch am Anfang hat hängen lassen, richtig hängen lassen. Wie viele Ampullen braucht man denn für so eine Therapie? Das hat der Doktor nicht gesagt. Also er sagte nur jede Woche 3 Stück und über Monate, und das können wir uns einfach auch nicht leisten finanziell. Ist die Erfolgschance denn so, dass man schon sagen könnte, das würde das Leben verlängern, oder weiß man das auch nicht so? Nee, das weiß man auch nicht genau. Wurde denn von den Ärzten ich meine, die machen das natürlich nicht gerne, aber so grob, man fragt, eine Prognose gesagt? Nein, gar nicht. Weil die sagen,
Also hier in dem Krankenhaus, die haben gesagt, das ist unseriös. Mhm. Sowas machen sie nicht. Ja, ja, das sagen die natürlich offiziell nicht, aber wenn man dann vielleicht unter vier Augen mit einem Arzt redet, dann sagt... Nee, hat er nicht gesagt. Sich, und ich hatte mit meiner Schwester gesprochen, die sind ja Krankenschwestern. Mhm. Ach so. Die haben auch gesagt, das sagen die auch da in den Kliniken, wo die arbeiten, nicht, weil dann sagt man ein halbes Jahr und dann streichen man schon die Tage ab, um das einfach, das Leben lebenswerter zu machen, sagen die das nicht. Ich finde ganz wichtig, Dörte, dass in all dem Unglück und in all der Traurigkeit, die jetzt da ist, dass ihr ein Ziel oder auch du ein Ziel vor Augen haben solltest, nämlich dass man ihm die verbleibende Zeit, die er hat, dass die noch von relativ hoher Lebensqualität ist. Ja, nur er macht ja nichts mehr. Er liegt nur noch auf der Couch und schläft. Hat er denn im Moment auch Schmerzen schon? Na, er sagt nein. Also er kriegt ja jeden Tag schon Morphium. Das kriegt er schon. In Tablettenform, ja, das kriegt er ja schon von Anfang an. Und er sagt, er hat keine Schmerzen. Ich muss mich darauf verlassen. Und wenn ich ihn dann so sehe und er verzieht das Gesicht und ich frage ihn, hast du was? Hast du Schmerzen? Soll ich dir eine Tablette holen? Nein, ist nichts. Ja, manche Menschen sind dann auch noch zu hart in so einer Situation sich gegenüber. Es ist ja keine Schande, Schmerzmittel zu nehmen. Und es gibt ja genügend gute Schmerzmittel mittlerweile. Und ich sehe ja, dass er immer weniger wird. Ich sage, na, dann sollte man dann drüber nachdenken, über eine künstliche Ernährung. Nein, das will er nicht. Das ist menschenunwürdig. Und ja gut, aber das muss man vielleicht dann auch wieder akzeptieren, wenn er das für sich so entscheidet, dass er das nicht möchte. Ja, aber für mich ist es sehr schwer. Für dich ist es sehr schwer. Einfach natürlich, zu entscheiden. Ja. Aber vielleicht ist man noch gar nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Nähe eine palliativmedizinische Station gibt. Ja, ich glaube, in Flensburg gibt es sowas oder in Kiel in der Uniklinik. Also wir wohnen ja ganz oben im Norden. Ach so, das heißt, das sind viele Kilometer weg dann von euch. Ja, das ist alles so 50, 60 Kilometer ja, so. Wir wohnen hier recht ländlich. Ja, naja, also ich sag's jetzt mal so, ich weiß nicht, wie es praktisch dann umsetzbar wäre bei euch. Das halte ich für eine sehr gute Sache, wenn man wenn es wirklich sich sehr verschlimmert, dass man zumindest mal für eine Weile auf eine Palliativstation geht, um optimal eingestellt zu werden. Man kann dann ja wieder nach Hause gehen und wird manchmal von den Palliativstationen auch ambulant betreut. Müsstest du auch mit eurem Hausarzt reden, ob das bei euch da in der Gegend möglich ist. Das werde ich mal machen. Der war ja heute auch geschockt. Der ist ja aus dem Urlaub gekommen, heute. Und dann hat er gleich den Anruf vom Krankenhaus gekriegt. Hast du denn jemanden, ich meine, das ist ja nur die harteste Zeit, die man sich überhaupt vorstellen kann, in der du bist. Hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst, darüber sprechen kannst? Ich telefoniere ganz viel mit meinen Geschwistern. Ah ja, das ist eine Stütze. Alle 380 Kilometer weg. Aber mit denen telefoniere ich ganz viel. Wie gesagt, die eine ist auch OP-Anästhesie-Schwester, die kennt sich da auch aus. Wie geht denn euer Kind damit um? Weißt, ein Junge ist das, ne? Ja, ein Junge. Ja, weiß der Junge genau Bescheid, wie schlimm es ist? Er weiß es. Er steckt es weg, sag ich mal, oder schubst es zur Seite. Er hat dann eine Zeit immer gesagt, ach Mama, wenn Papa den Krebs verloren hat, abgeschüttelt hat, dann geht das wieder alles gut und dann geht Papa auch wieder arbeiten. Und dann habe ich immer schon gesessen, weil wir anfangs einfach Angst hatten, ihm das zu sagen, weil er sehr sensibel ist. Er ist nach außen ein harter Typ, aber nach innen ist er super sensibel. Und jetzt am Sonntag bin ich halt mit ihm in den Tierpark gefahren und habe ihm das dann auch gesagt. Und ja, ach Mama, das glaube ich nicht. Und das und dann so, naja, aber wir beide schaffen das auch alleine. Und dann denke ich immer, was ein Gottvertrauen, ne? So. Na gut, er ist 12 Jahre alt. Ja, eben. Ja. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, wenn er, wenn mein Mann dann wirklich geht, dann ist er der Erste, der richtig zerbricht. Und das ist so die nächste Angst, die ich habe. Da müsstest du auch Vorsorge treffen. Das wirst du wahrscheinlich gar nicht alleine schaffen, weil du mit dir beschäftigt bist. Genau, da muss man dann zum Psychologen. Dass jemand auf jeden Fall da ist, der den Jungen auffängt, ja. Ja, weil ich habe keine Zeit. Ich sag mal, ich arbeite in Kiel. Ich fahre jeden Tag um 6:30 los nach Kiel, bin abends um 5:30 zu Hause. Ne? Und mache ja auch so noch alles. Das ist eine sehr schwere Zeit, Leute, in der ihr da jetzt seid. Ja. Eine sehr schwere Zeit. Man wird den Menschen jetzt auch in der letzten Phase seines Lebens nicht mehr verändern können, wenn er so ist, wie du ihn gerade geschildert hast, dann kann man eigentlich nur
ja, sich ihm anpassen und es dann so schön wie möglich für ihn gestalten. Ja, ich habe ihn heute gefragt, warum wollen wir nicht nochmal in Urlaub fahren? Jetzt sind wir ja nicht mehr auf die Chemos angewiesen. Ja, nee. Dann, ich sage irgendwo, wo du hin möchtest. Ja, nee, dann müssen wir ja jemanden für den Hund. Und dann müssen wir den Hund ja mitnehmen. Das ist seine einzigste Sorge. Ich sage, naja, den Hund, den kann man auch irgendwo mal eine Woche woanders hingeben. Ja, vielleicht könntest du alles irgendwie so arrangieren, dass er nicht, dass es für ihn auch keinen Stress bedeutet, sondern vielleicht nochmal ein Glück und dann, es muss ja auch nicht so weit weg sein. Nee, damit er mal was anderes nochmal erlebt und nicht nur im Bett liegt und ein wenig auf andere Gedanken kommt. Ja, also das hat er auch, das hat mich vorhin so, ich war schon kurz vorm Einschlafen, dann bin ich wieder hoch und habe gedacht, nee, jetzt kannst du nicht mehr schlafen, jetzt ist Schluss. Aber weißt du, ich will das nochmal unterstreichen. Er hat dir gesagt, dass er weint. Vielleicht ist das der erste Schritt dazu, dass er auch irgendwann mal vor dir weint. Es gibt sicher Menschen, die so verschlossen sind, die das auch ihrer Frau gar nicht erzählen würden. Ja, das gibt es auch. Ich meine, das war schon vielleicht ein Fortschritt, aber es ist für mich... Dennoch schlimm, ja, ist mir klar. Ja, weil er auch so zumacht, ne? So nicht mal in den Arm nehmen und also so kommt gar nichts mehr von ihm. Liebe Dörte, ich würde gerne, dass dich meine Psychologin jetzt nochmal zurückruft. Dann könnt ihr auch nochmal in aller Ruhe einige Sachen vielleicht durchsprechen, was noch zu tun ist. Okay. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Weiter geht es mit der Julia und Julia ist 22. Hallo Julia. Hi Jürgen. Hallo Julia, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich heute Abend von der Arbeit nach Hause kam und mein Ehemann mit seinen kompletten Sachen verschwunden ist. Wie, du kommst von der Arbeit nach Hause und dein Ehemann ist komplett verschwunden? Komplett verschwunden. Ich habe einen Zettel auf dem Tisch gehabt. Also ich muss dazu sagen, ich bin in der 14. Woche Sprange. Wir sind seit einem halben Jahr verheiratet. Bin jetzt insgesamt fast über 6 Jahre zusammen. Und der Bruder von meinem Mann hat Down-Syndrom. Und wir haben letzte Woche Fruchtwasseruntersuchung gemacht am Mittwoch und warten eigentlich jetzt aufs Ergebnis. Ja. Und ich kam heute von der Arbeit nach Hause und dachte mir so, huch, was ist hier? Alles ungeräumt, Sachen fehlen und fand dann einen Zettel auf dem Tisch. Ich kann nicht mehr, bin bei meiner Mutter, versuche mich nicht zu erreichen. Hab daraufhin versucht, ein paar Mal meine Schwiegermutter zu erreichen über Handy, über das Festnetz. Hab ihn probiert, über das Handy zu erreichen. Er drückt mich weg. Irgendwann war das Handy aus. Bei meiner Schwiegermutter dasselbe Spiel. Und was bedeutet, ich kann nicht mehr? Keine Ahnung. Was ist denn mit der Fruchtwasseruntersuchung? Auf das Ergebnis warten wir noch. Also ich warte auf einen Anruf von meinem Frauenarzt. Du hast das jetzt so erzählt. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Also wir haben seit 2 Jahren haben wir drüber gesprochen, wegen heiraten und Kinder kriegen. Und ich muss dazu sagen, ich bin Krankenschwester. Und ich habe zu ihm gesagt, also ich habe kein Problem damit, ein Kind mit Down-Syndrom großzuziehen. Solange, also wie gesagt, es gibt mittlerweile eine Fruchtwassermethode, wo man feststellen kann, wie viel X-Anteil praktisch verdoppelt worden ist. Und ich habe gesagt, bis zum gewissen X-Anteil kriege ich dieses Kind. Alles, was oben drüber ist, kann ich, sag, da bin ich egoistischer, sage ich, da tue ich mir als Mutter zu viel an. Also das heißt, er hat Sorge, dass das Kind eventuell erkrankt ist? Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Aber wir haben ein paar Mal drüber gesprochen. Er hat sich eigentlich aufs Kind gefreut. Und ich und würde auch und wäre auch bereit, das Risiko einzugehen und würde auch sagen, ich kann auch ein behindertes Kind akzeptieren und lieben. Hat er das so gesagt? Hat er so gesagt. Er hat gesagt, er kennt auch nicht anders von seinem Bruder. Und, aber irgendwo muss da ein Zusammenhang bestehen, ne? Ja. Sonst hättest du mir das auch nicht gleich jetzt gerade so erzählt. Ja, also irgendwas muss da gewesen sein, weil vor allem, das muss geplant gewesen sein. Du kannst nicht innerhalb von ein paar Stunden, wo ich jetzt arbeiten war, fast die komplette Wohnung rausräumen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Hat er denn, er hat nicht nur seine Kleidung mitgenommen? Nein, seine Bücher, seine CDs, die Anlage. Fernseher hat er mir dagelassen. Wir sagen nochmal, wie lange seid ihr zusammen? Sechs Jahre, halbes Jahr verheiratet, du bist schwanger. Und der Kerl ist plötzlich weg mit Sack und Pack. Ja. Das ist ja unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Du musst doch wirklich völlig eigentlich durchdrehen. Ich bin geschockt. Ich muss, glaube ich, auch dazu sagen, als Krankenschwester hat man eh recht, ja,
gefestigte Natur, so oder mehr. Die weniger als im Moment. Ja, gut, aber jetzt bist du ja persönlich betroffen und. Ja, aber momentan bin ich echt nur noch geschockt und ich fasse es gerade einfach nicht. Und er schottet sich ab. Er drückt dich weg. Drückt mich weg. Mittlerweile ist das Handy aus. Das Handy von meiner Schwiegermutter ist aus. Das Handy von meinem Schwiegervater ist aus. Und ans Festnetz gehen sie nicht ran. Ich spring nach dem zweiten Klingeln. Hattet ihr denn irgendwie. Ich muss ja. Hattet ihr irgendwie wie Stress miteinander? Nein, irgendwas? Ich muss sagen, ich habe keine Arbeit als Krankenschwester nach der Ausbildung gefunden. Mhm. Ich schaffe momentan im Callcenter. Mhm. Jeden Tag zwischen 6 und 5 Stunden. Kommt drauf an. Ich bin heute Morgen aus dem Haus. Da hat er mir noch einen Kuss gegeben, weil er Spätschicht hatte bei der Audi. Hat mir noch einen Kuss gegeben, hat mir noch einen schönen Tag gewünscht, hat mich noch einen Arm genommen und hat gemeint, wenn du daheim heute Abend nach Hause kommst, habe ich was gekocht. Aber er hat auch gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Nein. Nee, du hast es gerade irgend sowas erwähnt. Nee, er hat mich in den Arm genommen, hat mir einen Kuss gegeben, hat noch gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mhm. Und wenn du nach heute Abend... Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja, aber hast du vorhin nicht irgendwas gesagt von, ich halte es... Ja, er hat mir einen Zettel da gelassen, ich halte es nicht mehr aus. Genau. Ich kann damit nichts anfangen. Und auf dem Zettel steht nur, ich halte es nicht mehr aus. Bin bei meiner Mutter, versuche mich nicht zu erreichen. So, also da muss ja was Gravierendes sein, wenn er sagt, ich halte es nicht mehr aus. Also das heißt, mit eurer Beziehung scheint etwas aber wirklich hammermäßig nicht in Ordnung sein. Kann man erklären, dass er wirklich panische Angst davor hat, dass das Kind behindert ist? Oder dass, keine Ahnung, normal, also mir fällt jetzt... Aber nichts deutet darauf hin, dass er das so sieht, weil du hast gesagt, er wäre da ganz entspannt. Ich muss auch dazu sagen, er ist ein sehr... verschlossener Mensch. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Er redet nicht wirklich über seine Gefühle. Mhm. Aber. Also, es kann auch sein, dass es etwas vollkommen anderes ist, von dem du gar keine Ahnung hast. Wäre möglich, wäre absolut möglich. Aber das ist halt, das mit dem Baby ist jetzt momentan echt die einzigste logische Erklärung, die ich mir gerade parat gelegt, also die mir jetzt eingefallen ist. Jetzt ist die Frage, wie du dich weiter verhältst. Nun, er kann sich ja nicht die nächsten Tage komplett abschotten. Auch die Familie von ihm kann sich nicht komplett abschotten. Nee. Wo wohnen die? Wohnen die in deiner Nähe? Die wohnen eine Stunde Autofahrt von hier entfernt. Ja. Also wenn er schon zu feige ist, sich dir gegenüber zu äußern, was für ein Verhältnis hast du zu den Schwiegereltern? Eigentlich ein recht gutes. Ja. Dann müssen diese Leute, müssen sich dir stellen und dir... zumindest eine Erklärung abgeben. Du bist eine schwangere Frau, du bist eine verheiratete schwangere Frau. Die lässt man nicht einfach nur so stehen und liegen und geht und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Nee, ich habe jetzt vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Die hat dann probiert, da meinen Schwiegereltern anzurufen, weil die im selben Ort wohnen. Ach so. Hm. Gerade ein Ende ans andere. Hm. Und die hat gesagt, die kriegt auch niemand dran, da springt auch mittlerweile nach dem zweiten Klingeln gleich der RB an und sie ist dann auch mal kurz vorbeigefahren und die Lichter wären komplett aus im Haus und keine Ahnung. Also alles rätselhaft. Verdammt rätselhaft, ja. Und ich. So, nun kann man, heute Nacht kann man jetzt nichts mehr machen. Nee, aber ich muss jetzt mit irgendjemandem reden, wo absolut neutral ist. Ja, ich verstehe. An deiner Stelle wäre ich auch wirklich für dich verrückt, weil ich gar nicht... Du stocherst ja komplett im Nebel. Ja, weil... Wie ist das morgen? Musst du morgen arbeiten? Nee, ich habe morgen frei, Gott sei Dank. Hast du ein Auto? Nee, ich bin auf den Zug angewiesen. Ja, ich überlege gerade, dass du eventuell da zu den Schwiegereltern fahren könntest oder solltest. Meine Mutter hat gemeint, sie holt mich morgen früh ab. Ja. Und, lass mir da mal hinfahren und gucken, was los ist. Weil ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich finde, dass die Schwiegereltern haben die Pflicht auch, dir in irgendeiner Weise eine Auskunft zu geben. Ja, nicht nur, dass meine Schwiegereltern vielleicht, dass er mir vielleicht zumindest mal sagt, warum. Vielleicht, ja, wenn du ihn dort antriffst. Wir wissen ja gar nicht, wo er ist. Es kann ja, wo er wirklich ist. Es kann ja sein, dass er, weiß ich, wo er hingegangen ist. Vor allem, das muss geplant gewesen sein, weil der hat Leute dazu gebraucht, um das Zeug hier alles rauszubringen. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, wir hatten ein kleines Auto, wir haben einen Dreitürer, da passt nicht alles rein. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, was man noch weitermachen kann. Also morgen solltest du was unternehmen, natürlich, das habt ihr ja auch schon vor. Ja. Hoffen wir mal, dass dabei was rumkommt und du irgendwie etwas erfährst, was da los ist. Nur, wie geht es dann weiter? Also meine Mutter hat gemeint, wenn jetzt morgen absolut nichts dabei rauskommt, ich soll definitiv zu ihr kommen. Mhm. Ich soll dann bei ihr wohnen. Mhm.
ist mir das Ganze rausgekehrt und ich habe... Also du hast, das ist schon mal gut, du hast mit deiner Mutter eine Ansprechpartnerin und da ist jemand, der auf dich aufpasst. Ja. Und das ist ja auch ganz wichtig für dich, dass du jetzt auch nicht so psychisch völlig abrutschst. Es ist, ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Du musst doch auch eine, abgesehen von der Irritation, auch einen irren Zorn auf den haben, ne? Oder? Ja. Oder ist das ein bisschen Hass. Momentan ist es wirklich Hass. Ja, oder Schock. Ja, Hass und Schock und alles. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Du kennst ihn ja schon eine ganze Weile. Ja. Hat er sich schon mal irgendwie befremdlich irgendwie verhalten dir gegenüber? Nee. Nie. Nee. Das war immer alles normal. Alles normal. Er war ein verschlossener Typ oder er ist ein verschlossener Typ. Ja. Aber so war immer wie alles. Mhm. Er hat normalerweise, wenn ihm was stinkt, er frisst es zwar ein paar Wochen lang in sich rein, aber irgendwann rückt er damit raus. Mhm. Aber also, pass auf, wenn du morgen, ich hoffe sehr, dass du morgen irgendjemanden antriffst, entweder ihm persönlich oder zumindest die Schwiegereltern, die das dann ihm weiterleiten können, sollte es wirklich daran, an dieser medizinischen Frage liegen, finde ich, sollte man ihn unbedingt dazu bewegen, dass er sich dem stellt oder dass ihr gemeinsam vielleicht mit einem fachkundigen Menschen euch zusammensetzt. Weil er sollte ja nun in der Nähe seines Kindes sein und auch Verantwortung tragen für sein Kind. Ja, ich verstehe es ja nicht. Er geht auch mit seinem Bruder, nicht, dass er irgendwie seinen Bruder ablehnt oder dass er eifersüchtig auf seinen Bruder ist, sondern er liebt seinen Bruder, er geht liebevoll mit ihm um. Der Bruder ist mittlerweile in einer Wohngemeinschaft in Johannesanstalten. Mhm. Da geht er besuchen, er geht auch toll mit diesen Mitbewohnern mit drin um. Also alles gibt keinen Sinn. Es gibt alles keinen Sinn. Wenn es das nicht ist, dann habe ich echt keine Ahnung. Also, wir beide kommen auch nicht weiter. Nee. Aber ich kann schon verstehen, dass du mal auch nochmal reden wolltest, einfach vielleicht auch mit einer neutralen Person. Ich bin auch fassungslos von dem, über das, was du erzählt hast. Kann mir keinen Reim drauf machen und finde sein Verhalten abgrundtief bekloppt. Danke. Wirklich, wirklich, das macht man nicht. Aber wenn da noch so ein großes Problem hintersteckt, so behandelt man nicht seine schwangere Frau. Es gibt kein Problem, das das rechtfertigen könnte. Vor allem, wo wir festgestellt haben, dass ich schwanger bin, da hat er Luftsprünge gemacht. Ich habe ihn in der Audi angerufen, in der Mittagspause, habe ihm erzählt, er muss laut Arbeitskollegen durchs Werk gehopft sein wie so ein Flummi. Ja. Und ja, aber jetzt ist alles anders. Ja. Liebe Julia, ich wünsche dir, dass du morgen irgendwie was rauskriegst. Wenn es irgendwie völlig, völlig konfus läuft, dann mail uns doch bitte morgen nochmal, dann reden wir. Morgen haben wir ein Thema, aber könnten wir vielleicht Mittwoch nochmal miteinander reden. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass irgendwas Vernünftiges rauskommt und dass sich die ganze Sache vielleicht doch noch einrenkt, obwohl es sich schon sehr schlimm im Moment. Aber wer weiß, wollen wir es hoffen. Liebe und alles Gute, Julia. Okay, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe gerade angedeutet, morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema harmloser Streich, tragisches Ende. Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr einem Menschen einen eher harmlosen Streich spielen wolltet, der vielleicht sogar nett gemeint war und das Ganze endete im Krankenhaus? Oder dass ihr jemanden vielleicht erschreckt habt und die Person hat einen Herzinfarkt bekommen? Oder dass ihr jemanden ins Wasser geschubst habt und die Person ist ertrunken? Also harmloser Streich, tragisches Ende heißt unser Thema morgen, wenn ein Streich, der nett gemeint ist, irgendwie böse oder sogar sehr schlimm geendet hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr unter domian@wdr.de oder meldet euch eine Stunde vor der Sendung. Ab 0 Uhr sind wir ja immer hier zu erreichen oder natürlich auch während der Sendung ab 1 Uhr. So, jetzt geht's weiter mit unserer offenen Runde heute und hier ist Michael und Michael ist 43 Jahre alt. Hallo Michael. Hi. Hallo Michael, was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich sehr kompakt, aber ich will damit mal anfangen, dass es eine Art von, ich will mal heute an das Schlagwort Extremfaulheit könnte man es nennen. Ich habe es verstanden, extrem was? Extremfaulheit. Extremfaulheit? Ja, weil es ist im Gegensatz, ich bin super sprudelnd, immer so kreativ, ich hab ganz viele Ideen. Erfindung, also ich sehe mich als Erfinder, verstehe ich mich. Was erfindest du denn?
ist in jedem Bereich, was ist denn? Also es sind tausend von T-Shirt-Sprüchen. Kumpel sagte mal, jetzt bei dir auf dem Grabstein wird man stehen, weil der Weltbeste T-Shirt-Erfinder, aber hat mir alles angefertigt. Ne? Mhm. Ich schreibe mir mal alles auf Zetteln auf. Ich habe da 30.000 Zettel. Ja. Und also bist du ein Tausendsasser, der so tausend Sachen macht? Und ja, Umweltschutz geht auch in jeder Beziehung. Umweltschutz oder Fitness. Ich bin eigentlich Gymnastiklehrer, das habe ich mal gelernt, aber auch nie angewendet. Also so, das hört sich ja alles sehr vital und aktiv an, wie so ein super Faulenzer. Ja, das ist, ich bin eben nicht denkvoll. Ja? Also ich finde, manche einer geht hinter arbeiten, aber ist vielleicht denkvoll. Kannst auch aufs Schlachtfeld schicken, lässt ja auch zu Kanonenfutter verarbeiten, aber ich bin halt nicht denkvoll. Also, du bist nicht denkvoll, aber? Ja, von außen bin ich faul. Also ich liege ganz so im Bett. Ne? Was, halt, Moment, du huschst das da so hin. Du liegst den ganzen Tag im Bett. Ich liege den ganzen Tag im Bett. Und wenn, dagegen ist ja vielleicht nichts einzuwenden, wenn du im Bett liegst und tausend Ideen hast, die man dann auch umsetzen kann. Wenn einer was davon hätte. Also du hast Ideen und du kriegst die aber nicht los. Du, ich habe schon überlegt, ist es vielleicht Angst vor Erfolg oder irgendwas. Und von was lebst du denn? Ich lebe von der Unterstützung, ne? Sozialhilfe. Mhm. Das heißt, die vielen Ideen, die du hast, die kannst du nicht umsetzen. Ich versuche sie umzusetzen, aber weißt du, manchmal ist es schon so, ich schaffe gerade eben noch einzukaufen. Gut, die haben sie manchmal bis 22 Uhr schon Geschäfte, aber dennoch. Ich für mich schon bin ich erfreut, wenn ich es mal geschafft habe, von einem Handschlag zum anderen auf den nächsten Tag, das aus dem Karton zu holen, ja alles hinzulegen. Ja. Und irgendwie, also du bist so eine richtige träge Person. Der gerne im Bett liegt oder auf dem Sofa liegt. Irgendwie geworden. Also 43 bist du. Was hast du denn früher gemacht? Hast du mal früher gearbeitet, richtig? Ja, da waren mal ein paar kleine Zugungen, wo ich was hatte mit Arbeit, aber das hat sich auch ziemlich schnell wieder erledigt. Also du hast nie in deinem Leben richtig über längeren Zeitraum gearbeitet? Entweder hat man sich da sehr schnell bei mir bedankt oder muss ja funktionieren am Ende. Es muss ja funktionieren. Ja, hast du was gelernt? Ich habe Gymnastiklehrer gelernt. Ich bin Gymnastiklehrer. Oh, richtig ausgebildet? Ich bin richtig ausgebildeter Gymnastiklehrer. Und wie lange hast du Ideen? Aber ja gut, du hast Ideen, aber wenn nichts mehr rumkürt, nutzen die Ideen auch nichts. Kann ja noch kommen. Ich meine, 43 kann ja nur doppelt so alt werden. Wie lange lebst du denn schon dieses faule Leben? Du, das ist jetzt, sagen wir mal, Kumpel von mir sagen manchmal, die übertreiben, aber ich würde mal sagen, es sind jetzt so an die 10 Jahre. An die 10 Jahre. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag verbringst du im Bett? Verglichen mit den vielen Ideen, die ich habe. Ne? Du, das ist so, dass ich habe einen normalen Schlaf, wie andere, auch nur zeitversetzt. Ich bin halt auch so eine Eule wie du jetzt vielleicht. Ja, ja. Und es ist so, dass ich kann morgen zum Beispiel an, da brauche ich einen Kaffee. Na, wie viele Stunden am Tag verbringst du im Bett? War die Frage. Das ist sehr, sehr viel. Weil draußen, sogar bei, ja, heute bei dem schönen Wetter, war ich nicht draußen. Na, wir versuchen nochmal. Wie viele Stunden am Tag verbringst du im Bett? Komplett. Komplett? Komplett. Also du stehst kaum, du setzt dich auch nicht mal nur aufs Sofa oder auf einen Sessel. Das gibt es nicht, weil alles vollgestellt ist von Erfindungskram. Ich habe Mini-Apartment. Es ist ja voller Sachen. Und ich habe hier noch. Achso, du kannst dich in dem Apartment gar nicht bewegen, weil du so viel Geröll rumsteht. Das ist der Punkt. Ich kann ja weder leben noch arbeiten, aber beides will ich. Wann machst du mal sauber? Wann wäschst du mal die Bettwäsche? Ja gut, das sind so Sachen, die sind ja nicht damit verbunden, dass ich jetzt sage, ich mache viel oder ich gehe raus und ich verwirkliche mein Leben, was ich eigentlich will. Ne? Das sind ja so Nebenaktivitäten. Aber du säuberst das Bett schon mal. Okay, wenn du es darauf hinaus willst, das ist jetzt ein anderes Thema, aber nein, ich frage, die Frage ist, wie oft wechselst du die Bettwäsche des Bettes, in dem du fast rund um die Uhr dein Leben verbringst? Ja, das ist bei mir eigentlich alles im grünen Bereich. Also im grünen Bereich. Also ich sag nochmal, du verbringst... Muss ich? Ungern. Ich sag einfach mal, ich lasse sehr ungern. Ja. Aber das würde auch jetzt zu weit führen. Das ist nicht so richtig das Thema. Aber wie bist du denn so? Bist du so äußerlich von deinem Äußeren? Bist du gepflegt oder lässt du dich auch gehen? Ich tue mein Bestes. Ich denke auch schon, dass ich gepflegt bin. Ja, also wenn du gehst unter die Dusche schon mal? Das, sagen wir mal, ist nicht im grünen Bereich, ist im gelben Bereich bei mir, aber nicht im roten, okay. Ja. Also ich bin da, das mache ich wohl. Aber ich merke, das ist auch schon grenzwertig. Könnte es sein, dass hinter dem Ganzen ein doch gravierendes psychisches Problem hängt? Ja. Ich hatte Zwangsneurosen, momentan geht es einigermaßen. Und es sind Wiederholungen, Zwänge, dass ich dann zum Beispiel, egal was,
mitunter das verbinde mit den Gedanken, die ich in der Situation hatte im Supermarkt. Aus dem Regal nehme ich was raus, bin zu Hause, ich nenne es die Extrempunkte, um es sehr schnell zu veranschaulichen, hatte schon ein Plastiktüten zu Hause, denke, Moment, du hast dann was gedacht, das dir nicht gefiel, dann bin ich wieder zurück im Supermarkt, wenn er schon zu hat, am nächsten Tag, hat es einmal wieder ins Regal gestellt und wieder rausgenommen. Nur um das... Ich erahne, was du meinst. Bist du in einer Behandlung mal gewesen? Das sind so Sachen, da habe ich schon von klein auf gemerkt, dass das nichts bringt. Bei 20 Adressen, ich hatte zwischen... Warst du denn mal in einer richtigen, längeren psychologischen oder psychiatrischen Behandlung? Ich würde vielleicht nochmal einen Versuch starten, wenn ihr mir eine gute Adresse... Weil wenn einer sowas hat, hat Michael, die Energie... was du mir gerade erzählt hast, das ist ja ein kleiner... Wie? Das ist die Antwort auf alles. Ich glaube wirklich, dass da ein heftiges psychologisch-psychiatrisches Problem hintersteckt. Dass du wahrscheinlich dein ganzes Leben, vielleicht auch deine Kreativität, das kann ja sein, dass du ein kreativer Typ bist, aber du stehst dir selbst im Wege durch all die anderen Dinge, die dein Leben auch noch so bedingen. Ja. Dass du vielleicht sogar ein ganz neues Leben anfangen könntest, wenn man dir... Ich könnte alles. Ja, aber dann musst du erstmal auch vielleicht den ersten Schritt wagen und dich in diese für dich ungewohnte Situation zu begeben. Ja, wagen, da sagst du was. Und diesen Mut, ich sehe da sehr viel Zerstörung auch und Niedergang, der damit verbunden sein kann. Also ich glaube, das ist ein ziemliches Damoklesschwert, was da auf mich lauern könnte. Und Wie willst du leben? Du bist 43, willst du die nächsten 40 Jahre weiter im Bett liegen? Wie gesagt, ich würde es nochmal einen Versuch starten, wenn ich dann eine Empfehlung hätte. Und das verspreche ich dir. Ohne Medikamente oder so. Ja, natürlich. Also ich verspreche dir jetzt ein gutes Gespräch mit meiner Psychologin und mit ein paar sehr handfesten Hinweisen, was du tun könntest. Ja. Den Rest musst du selbst machen. Das ist dann dein Bier. Ja, die ganze Aktivität, die Extremfaller angeht. Gut, das ist ein Lichtblick, den du mir da anbietest. Ne? Ja, das machen wir sehr gerne und ich hoffe, dass wir dir vielleicht wirklich etwas helfen können. Lieber Michael, da legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder. Ich kann auch sagen, dass wir schon mal geredet haben vor vielen Jahren und da ging es darum, dass ich mir den Arm mal gebrochen hatte in einer Spielothek. Das ist aber lange her, ne? Das ist sehr lange. Das ist sehr, sehr lange her. Und du hast es nicht geglaubt, das war tatsächlich so. Ja. Und das war auch bis jetzt auch der einzige Armbruch, den ich hatte, aber ich wollte nur sagen, da haben wir schon mal geredet. Jo, okay, also ich mal Erfolg habe mit meiner Erzählung, darf ich mich bei dir nochmal melden? Sehr gerne, wirklich. Das wäre monumental, was dann die Welt erblicken würde. Ja. Ich verspreche nicht viel, das wäre wirklich lustig. Also, aber jetzt musst du erstmal was für dich tun und dann tust du was für die Welt. Hier, Michael, du legst bitte auf, wir rufen zurück. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema harmloser Streich, tragisches Ende. Habt ihr schon mal irgendjemanden einen harmlosen Streich spielen wollen und das endete dann böse? Endete vielleicht im Krankenhaus, endete mit einer schweren Verletzung oder endete gar mit dem Tod? Harmloser Streich, tragisches Ende. Unser Thema morgen, ihr könnt rund um die Uhr mailen oder uns heute Morgen anrufen. Hier ist Petra und Petra ist 27. Hallo Petra. Hi Domian. Hallo Petra, was ist dein Thema? Mein Freund schlägt mich regelmäßig. Und ja, ich komme da einfach nicht raus. Ich habe Angst, mich zu trennen. Wie lange geht das jetzt schon so? Seit 4,5 Jahren. Seit 4,5 Jahren? Ja. Wohnt ihr zusammen? Nein, ein Glück nicht. Ich habe also noch meine eigene Wohnung, in die ich mich noch zurückziehen kann, aber sicher bin ich da auch nicht. Und er schlägt dich regelmäßig, sagst du? Ja. Was sind das für Situationen, in denen er dich schlägt? Ganz normale Situation. Wir sitzen einfach beim Abendessen und es kommt zum Streit. Dann kriegt er einen totalen Ausraster und schmeißt also Teller an die Wand und wird dann aggressiv und ich kann ihn dann auch gar nicht mehr beruhigen und dann habe ich auch keine Chance mehr. Dann packt er mich auch schon und schlägt zu und wirft mich auf den Boden und tritt noch drauf und also es nimmt dann gar kein Ende. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass du auch verletzt bist. Ja, also ich war öfter schon im Krankenhaus. Ich habe auch schon Knochenbrüche gehabt und blaue Augen, Loch im Kopf, dicke Lippen, Zähne raus. Und Was sagst du im Krankenhaus den Ärzten? Also ich bin mittlerweile schon richtiger Künstler, was Ausreden angeht. Also mir fällt immer wieder was Neues ein. Und glauben die dir das? Nein. Aber man geht ja nicht der Sache weiter nach. Nein, machen die nicht, nein. Nur ich muss halt auch in der Öffentlichkeit auch oft dann aufpassen. Also gerade mit so einem blauen Auge, dann gehe ich besser nicht raus oder versuche es zu verschminken. Und bist du berufstätig? Ja, jetzt seit Anfang des Monats habe ich einen neuen Job gekriegt. Ja, was machst du?
Ich bin in der Veranstaltungstechnik. Ja. Wie oft siehst du ihn denn? Du sagst, du kannst dich ab und zu in deine Wohnung zurückziehen. Wie oft trefft ihr euch denn? Ja, das ist schwierig, weil wir arbeiten sozusagen auch zusammen. Ach, er arbeitet bei der oder in der gleichen Firma wie du? Richtig, hat er dir den Job besorgt? Ja, ich bin über ihn da rangekommen. Das heißt eine zusätzliche Abhängigkeit. Richtig, jetzt ist er sozusagen auch noch, ja, nicht mein Chef, aber mein erster Ansprechpartner. Wie oft kommt das vor? Kommt das einmal im Monat vor, einmal die Woche? Oder? Also ein bis zweimal im Monat kommt das schon vor. Ist er in deinem Alter ungefähr? Ja, er ist 3 Jahre älter als ich. 23. Also er ist älter, 30 ist er. Ach, 30 ist er. Richtig, du bist ja. 22. Nee, 27. Ich bin 27. Ach ja, habe ich mich gerade vertan. Ja. 27. Hört sich für mich ganz furchtbar an, Petra. Und während du erzählt hast, ging ständig die Frage mir durch den Kopf, warum lässt Petra das mit sich machen? Genau, ja. Die Frage habe ich mir schon ganz oft gestellt. Und ich habe so oft immer auch zu mir selber dann gesagt, Mensch, und das hast du gar nicht nötig. Und ja, und dann sieht man sich mal 1-2 Tage nicht. Aber dann ist dann die Sehnsucht doch wieder so groß. Und dann ist er auch immer so nett und freundlich hinterher und fragt auch, wie es mir geht und was passiert ist. Und es tut ihm dann auch immer so schrecklich leid und er bedauert das auch wirklich. Und ach, wenn er dir die Knochen gebrochen hat, ist er immer ganz freundlich danach? Ja. Und er bedauert das auch? Er bedauert das zutiefst, ja. Also zutiefst, aber es passiert dennoch dann immer wieder? Ja. Er gibt mir auch dann immer die Schuld dran. Also er sagt immer wieder, Mensch, du hast mich ja so weit gebracht. Und du. Achso, er bedauert das zutiefst, aber gibt dir gleichzeitig die Schuld. Richtig, ja. Schiebt das richtig weg von ihm. Also er ist überhaupt nicht schuld und er kann da nichts für. Und er hat ja noch nie vorher eine Frau geschlagen und es würde ja nur an mir liegen und ich sollte doch eine Therapie machen. Und das haben wir dann auch alles versucht. Und Moment, das habt ihr alles versucht? Du hast eine Therapie gemacht? Richtig, ja. Weil er gesagt hat, letztendlich bist du daran schuld? Ja. Hast du mit deinem Therapeuten darüber gesprochen? Ja, nicht wirklich. Also da bin ich mehr ausgewichen und... Also du hast dem Therapeuten nicht Klartext gesagt, so wie du es mir jetzt erzählt hast, was dein Freund mit dir macht? Ja, weil ich einfach auch Angst habe, dass ich das... Ich wohne in einem kleinen Dorf und da spricht sich sowas dann schnell rum und ach, immer dieses Gelaber dann und das ist mir dann einfach peinlich und ich habe auch eine kleine Tochter und... Ja. Moment mal, du hast eine kleine Tochter. Ist das, aber das ist nicht das Kind von Nein, ihm? Nein, er ist nicht der Vater, richtig. Und schlägt er dich auch vor den Augen deines Kindes? Ja, er hat es 2-mal getan. Wie alt ist das Kind? 9, also wird 9 jetzt. So klein ist sie ja auch nicht mehr dann. Nee. Das hört sich für mich ausgesprochen perfide an, Petra. Wenn er dich zu einem Therapeuten schickt, weil er dich schlägt. Das ist ja, ja bekloppt, da geht es ja gar nicht mehr. Ich habe diese Therapie dann auch abgebrochen, weil ich gedacht habe, das bringt's ja nicht. Und daraufhin war er dann noch böser. Und wenn du ihm sagen würdest, geh du lieber zu einem Therapeuten, du schlägst mich, ja? Was wäre dann? Ja, er hat das mal versucht und war bei einem Gespräch und hat das dann auch nie wieder weiter sich drum gekümmert. Du hast gerade gesagt, du hättest dann auch, wenn du ihn ein paar Tage nicht gesehen hast, hast du eine Sehnsucht. Ja. Was macht die Sehnsucht aus? Nach was hast du Sehnsucht? Nach ihm, nach ja, ich kann das nicht. Was ist schön mit diesem Mann? Also er hört mir oft zu über meine Probleme, die ich so habe. Da kann ich dann mit ihm dann schon drüber sprechen. In der nächsten Minute scheuert er dir aber eine. Ja, könnte passieren, ja. Auch schon vorgekommen. Was ist noch schön mit diesem Mann? Also was mir sehr viel Spaß macht, ist die Arbeit mit ihm. Also das. Gut, aber das ist ja gerade ganz frisch, hast du gesagt. Ja, also ich mache das ja schon länger mit ihm zusammen. Und so bin ich da ja so reingerutscht. Aber Petra, jetzt mal unter uns beiden, das ist so schlimm, was du mir erzählst, dass jeder normal denkende Mensch sagt, diese Frau muss sofort, ohne Wenn und Aber und ohne eine Stunde Verzögerung von diesem Kerl weg. Aber auch ohne irgendeine Bedingung weg, raus. Oder ohne ein Hintertürchen. Ja, ich habe dann so Angst, alleine zu sein. So ganz alleine, so hilflos. So.
Ja, aber was ist denn das für ein Leben, was du führst? Du führst das Leben einer Frau, die ständig geschlagen wird, die misshandelt wird, die so gedemütigt wird und sogar verletzt wird. Der hat doch überhaupt keinen Respekt vor dir. Das ist für mich irgendwie schon, ja, das klingt zwar grausam, aber es ist schon so ein gewisser Alltag für mich. Ja, ich ahne schon, was das ist in dir. Das wirst du auch nur durchbrechen können, mit sehr viel Energie, die du aus dir heraus saugen musst, oder mit Hilfe von außen. Aber wenn du dir Hilfe von außen suchst, musst du auch den Mund aufmachen. Und du musst alles erzählen. Wenn du nochmal zu einem Therapeuten gehen solltest, was ich dir, glaube ich, sehr dringend raten würde, wenn du das alleine nicht schaffst. Das klingt ja fast schon so wie eine schwere Abhängigkeit von diesem Mann. Schwere Abhängigkeit auch von der Struktur, in der du da lebst. Denn würde diese Struktur wegbrechen, würdest du erstmal alleine da stehen und für dich empfinden, du würdest im Nichts stehen. Ja. Und davor hast du wahrscheinlich Angst. Du hast es ja gerade auch so angedeutet. Ganz große Angst, allein zu sein. Und wie war das denn vorher, vor dieser Beziehung? War es ähnlich. Da habe ich aber die Kurve kriegen können, bin mit meiner Tochter, also es war mit dem Vater meiner Tochter, bin ins Frauenhaus geflohen und die haben mir da auch sehr geholfen und sehr unterstützt und ich war auch sehr dankbar darüber und deswegen, ich weiß, wie hart das ist und wie anstrengend das ist. Ja, aber ich würde mir an der Stelle überlegen, das heißt, du hast irgendeine Affinität zu Männern, die so etwas machen mit dir. Ja. Und da würde ich mich fragen, warum ist das so? Warum brauche ich das? Warum funktioniere ich so? Warum lasse ich mich immer wieder auf Kerle ein, die mir eigentlich schaden und die mir Gewalt antun, die mir Schmerzen zufügen? Warum? Ja, ich bin auch so aufgewachsen. Also ich kenne das auch nicht anders. Ja. Also wir sind deswegen, ich glaube auch, geschlagen worden zu Hause. Ich glaube, dass so etwas immer ganz tiefgründig verwurzelt ist. Das kann schon wirklich mit Kindheitserfahrung oder Jugenderfahrung zu tun haben. Ja. Und die wenigsten kommen aus dieser inneren Verkapselung raus durch eigene Anstrengung. Das schaffen auch Leute. Ja. Aber ich würde dir wirklich eingehend empfehlen, dass du hast das Prozedere schon mal hinter dir mit dem Frauenhaus. Richtig. Dass du aus dieser Beziehung rausgehst, aber parallel dazu eben auch für dich etwas versuchst zu unternehmen, nämlich dass du schaffst, für dich ein eigenes Leben aufzubauen. Dass du keine Angst hast vor dem Alleinsein. Denn das ist ein Scheißleben, was du da jetzt führst. Ja, im Moment bin ich auch sehr am Boden zerstört. Ich finde es auch, ich appelliere auch nochmal an deine Verantwortung als Mutter. Ja. Du bist ja nicht nur alleine. Dann könnte man sagen, okay, die ist eine erwachsene Frau, die Petra. Die hat sich das jetzt so ausgesucht, dann soll sie mit einem schlagenden Kerl zusammen sein. Aber du hast ja noch ein Kind. Richtig. Und das färbt auf das Kind ab. Und das ist für mich das Allerwichtigste, meine Kleine. Ja. Und wenn das Kind das sogar noch sieht, was da passiert. Außerdem kriegt das Kind mit, wie du auch, du leidest ja in der Situation auch. Du leidest ja an diesem Mann. Du kannst nicht ohne ihn, aber du leidest. Du leidest ja auch daran. Das heißt, das überträgst du alles auf das Kind. Ja. Das heißt, vielleicht ist das für dich sogar die größte Motivation, dass du dir denkst, ich mache das vielleicht gar nicht mal in erster Linie für dich, sondern dass du es für das Kind tust. Und dann kommt auch was Gutes für dich dabei raus. Nicht, dass du diese Struktur in deinem Kind auch schon einimpfst. Ja, da habe ich ganz große Angst vor, dass das sich einmal nicht auf meine Tochter überträgt, oder später. Ja, ja. So, jetzt gibt es eine Beratung im Hintergrund von meiner Psychologin. Ja, super, danke. Ne? Was du jetzt in diesem speziellen Fall auch an Therapien machen solltest. Ja. Und ich sag's nochmal, jeden weiteren Tag, den du mit diesem Mann verbringst, ist ein vertaner Tag für dein Leben, finde ich. Ja, danke schön. Liebe Petra, du legst bitte auf und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar, danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ingrid. Ingrid ist 48. Guten Morgen, Ingrid. Hallo, Domian. Hallo, Ingrid. Um was geht's bei dir, Ingrid? Es ging um das Gespräch bei Johannes Ben Keller Show. Ja. Wo die Telefonseelsorgerin dabei war. Ja. Und was du gesagt hattest, das fand ich sehr interessant, weil ich bin jetzt älter schon, also... Ja. 25 Jahre verheiratet und habe eine Tochter. Wie lange verheiratet? 25. 25 Jahre. Mhm. Dieses Jahr und habe eine 21-jährige Tochter. Mhm. Und ich war in den Teenagerjahren sehr selbstmordgefährdet. Mhm. Und habe auch
Also für mich ist das noch ein sehr emotionales Thema, nach all den Jahren. Also du warst lange selbstmordgefährdet. Ja, in den ganzen Teenagerjahren. Ich habe Missbrauch gehabt und von Baby an hatte ich Gewalterfahrungen gemacht. Ja. Und das kam dann alles zu einem Höhepunkt in den Teenagerjahren, wo ich dann ganz stark selbstmordgefährdet war und mein Leben wurde auch gerettet. Und sich Magen ausgepumpt, Intensivstation gelegen und es war alles sehr dramatisch und ich hatte auch die Seelsorge damals auch mal angerufen, in einer sehr kritischen Situation, wo ich mal wieder dabei war, Tabletten zu nehmen und nicht mir das Leben zu nehmen, mal am Telefon, weil ich nicht einfach allein sein wollte. Ja, ja. Das waren sehr einsame Teenagerjahre, die ich da hinter mich gebracht habe. Und da hast du die Telefonseelsorge angerufen. Als ich ja dabei war, dann mir das Leben nehmen zu wollen, aber ich wollte nicht alleine sein in dieser Situation und ich habe ihr das gesagt. Und da hat die, also ohne meines Wissens, hinter meinem Rücken, was ich ja nicht wusste, ich war damals noch sehr jung und naiv, und hat sie den Rettungswagen angerufen und die Feuerwehr. Woher hatte sie denn deine Adresse? Genau, deswegen hat mich das so total erschüttert, was die Telefonseelsorgerin da gesagt hat letzte Woche, weil das nicht einfach nicht stimmte. In meinem Fall stimmt es nicht. Also ich erkläre es vielleicht nochmal, Ingrid. Also ich war vorige Woche zu Gast bei Johannes Bekaner und da war auch eine sehr nette ältere Dame, die bei der Telefonseelsorge arbeitet und die erzählte von einem Fall, dass ein Mensch mit sehr vielen Schlaftabletten im Bauch bei der Telefonseelsorge angerufen hatte und die Frau von der Telefonseelsorge hat diesen Menschen dann am Telefon in den Tod begleitet und hat ihn auch dann sterben hören und irgendwann war Stille. Ja. Und da war eine Diskussion entfacht da in unserer Runde, darf man das, muss man nicht versuchen, Hilfe zu holen? Und da sagte sie, nein, es geht gar nicht, weil die Leute bei uns komplett anonym anrufen und da kann man keine Hilfe holen. Bei dir war es offensichtlich anders. Anders, ja, die Telefonseelsorgerin, die müssen meine Nummer also herausgefunden haben, dass ich also da dabei war, mich umzubringen am Telefon. Und bevor ich das wusste, es passierte so schnell und kam die Feuerwehr durchs Fenster. Ja. Also die sind durch das Fenster eingestiegen und haben mich dann davon sozusagen das vereitelt. Und du bist ganz sicher, dass du ihr nicht deine Telefonnummer gesagt ganz hast? Ganz sicher. Ja. Ganz sicher, deswegen, das hätte ich ja nicht gemacht. Ja, ja, ja. Ich rufe ja nicht die Telefonseelsorge an, um denen meine Nummer zu geben. Das wäre ja Quatsch. Ich hatte auch schon einen sehr ernsten Suizid hinter mir, wo ich dann über 80 Tabletten geschluckt habe und ich bin nur durch einen Zufall, in Anführungsstrichen Zufall, gefunden worden. Und das war mir in dem Moment schon sehr ernst. Das heißt, du hast mit der Dame von der Seelsorge gesprochen und währenddessen kamen auch schon die Hilfskräfte zu dir sehr in die schnell. Wohnung. Sehr schnell, durchs Fenster, durchs Oberfenster, das war im ersten, also oben wie in der Oberwohnung. Und ich war natürlich sehr erschrocken, was passiert hier auf einmal um mich herum. Und wie hast du denn das denn empfunden? War das ein Vertrauensbruch, dass diese Frau quasi deine Hilfe geholt hat, oder... Nein, das kann man so gar nicht erklären, weil ich habe vier Jahre in der Zeit schon in der Hölle gelebt. Also es ging gar nicht mehr so um Vertrauensbruch, das war einfach so eine ganz tiefe Verzweiflung in mir. Und ich habe so viel an Gewalttätigkeit erfahren, an Missbrauch vom Baby an und das... Das heißt, wenn diese Frau, wie auch immer sie das gemacht hat, die Hilfe nicht alarmiert hätte, wärst du tot. Ja, dann hätte ich sterben können. Also ich hätte dann weiter dann einfach also die haben das verhindert, weil ich dabei war, die Tabletten zu nehmen. Das ging so schnell, dass die Hilfe kam, also diese Feuerwehr und... Würdest du denn jetzt im Nachhinein dann schon sagen, dass das sehr richtig war, dass die... Ja, natürlich, natürlich. Ich denke einfach, dass jeder Mensch, glaube ich, leben möchte. Ich denke, das ist so tief in alle Menschen verankert. Aber wenn die Umstände des Lebens so dramatisch sind, Depressionen und ganz schwierige Lebenssituationen, dass man da wirklich Hilfe braucht von außen. Und deswegen ruft man ja auch die Telefonseelsorge eigentlich auch an. Dass man gehört wird, dass jemand das Leid hört, den Schmerz, den man in sich trägt. Also ich bin wirklich auch erstaunt, das ist nun ja schon länger her, als das bei dir passiert ist. Ja. Wie die das damals dann so schnell gemacht haben, dass wir es rausbekommen haben. Weil wir können ja nur glücklich sein, dass sie es gemacht haben. Ja, heute habe ich eine Tochter und ich habe mein Mädchen, also meine Tochter, so aufgezogen, dass sie eine glückliche Kindheit hat, keinen Missbrauch. Ja. Und ich war mal sehr auf der Hut, dass sie eine gute Kindheit hat. Und sie ist jetzt eine tatkräftige junge Frau mit 21 Jahren. Und das heißt, du bist damals durch Höllen gegangen, aber nun geht es dir gut. Und